Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Schön, dass ihr reinschaut. Ja, weiter geht's, wo wir letzte Folge aufgehört haben, auf unserer Tour ab durch die Hecke. Ich bin super, super gespannt, was da auf uns wartet, was sich da so getan hat. Und sollte uns auf dem Weg hier irgendwo die ein oder andere ausgewachsene Radnetzspinne über den Weg laufen, werden wir die auf jeden Fall mal versuchen mit... Was flattert denn da? Hört ihr das auch? Irgendwas brummt hier ganz schön. Da hängt irgendwas. Hängt da eine Hummel fest? Nee, das was ist... Nee, ist auch kein Glühwürmchen. Was bist denn du jetzt noch? New one for the bestiary. Stechmücke? Stechmücke? Oh, sollten wir vielleicht auch nicht unbedingt so nah rangehen jetzt schon. Sollten erstmal gucken, ob wir uns mit großen Radnetzspinnen schon anlegen können, glaube ich, bevor wir hier das versuchen. Die ist auf jeden Fall auch neu. Oh, wie gut. Da haben wir doch schon was Erstes. Schon was Neues entdeckt. Kaum zwei Schritte Richtung Hecke. Wollen wir es riskieren? Drüber weg. Oh, der hat gesessen. Oh, die kommt aber angeschossen. Au, 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 au. Ich glaube, es war nicht so gut. Nimm mal den hier. Wo ist sie hin? Da hinten ist sie. Kommt sie wieder angesegelt. Oh, wir haben sie geblockt. Wir haben sie geblockt. Eieieiei. Wo ist sie hin? Einmal halt übrigens durch. Oh, 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 Moment. Jetzt haben wir noch irgendwas angelockt. Oder ist das immer noch die Mücke? Der Pfeil hat aber ganz schön Schaden gemacht eigentlich. Ich glaube, wir könnten die fast riskieren, so eine Mücke mal... Pfeil und Bogen. Und dann schnell den Schildgriff bereit. Blocken, dann wieder schießen. Wo sind die jetzt hingesumselt? Da hinten ist sie. Da sitzt sie. Ruht sich aus. Okay, der hat jetzt wieder überhaupt nicht geschrieben. Oh, das war zu langsam. Oh, das war viel zu langsam. Oh, jetzt ist er aber schon. Die ist aber schon richtig aufgeladen von uns. Guck mal, wie die aussieht. Jetzt schon ein bisschen. Au! Blut getankt jetzt. Nimm mal schnell hier so ein. Snack? Salzig. Der war wieder perfekt geblockt. Komm mal ran, du. Ach, okay, so kriegen wir sie nicht. Okay, ich glaube, die Stechmücke hat... Oh, die ist ganz schön dick geworden mittlerweile. Guck mal, wie die aussieht. Ah. Ping, ping, ping. Guck mal, einen dicken, deinen dicken, blutigen Hintern. Oh, der hat aber wehgetan. Der hat ihr wehgetan. Jetzt haut sie wieder ab. Ich bin raus. Okay, so viel zu der. Oh, 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 oh. Eieieiei. Oh, oh, wie die da durchsemmelt. Durch die Kleeblätter. Die bleibt da gar nicht dran hängen. Hier, Futter nochmal ein. Oh, oh, oh. Aber den haben wir. Oh, oh, oh. Bip, bip, bip. Oh, er weicht zwar noch aus. Eieieiei. Oh, der hat richtig gesessen. Okay, der hat richtig gesehen. Ich glaube, die heilt sich auch immer, wenn die uns piekst. Kann das sein? Dann haut sie auch wieder ab. Ich glaube, mit sowas können wir uns noch nicht anlegen. Mit so einer Stechmücke. Oh, da ist sie. Die ist richtig sauer. Aber ich find's gut. Komm mal ran, hier, ein dickes Tier. Spank. Oi, 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 oi. Was macht... Was sagt unser Schild von der Haltbarkeit? Nö. Wir pieken mal ein bisschen zurück. Oh, der war... Oh, der hat richtig... Au, 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 au. Ist noch eine Dings. Oh, keine Ausdauer mehr. Oh, 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 jetzt haust du nicht ab. Jetzt haust du nicht ab. Du haust jetzt nicht ab. Wir haben dich schon gut angeschlagen. Dich schon gut angedutscht, du blödes Viech. Bip, 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 bip. Das ist nicht gut. Futter mal ein. Futter ein. Schnell, die kommt gleich. Nee, nee, nee. Wo willst du denn jetzt hin? Wo ist denn jetzt hin? Da ist sie. Hängt sie da unten im Blatt fest. Komm her hier. Komm, 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 komm. Ho, 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 ho. Au. Ach, nicht übermütig werden. Oh, wir haben eine Stechmücke erlegt.
Stech mit einem Blutbeutel und die war richtig jetzt hier. Das gehört auch alles uns. Sowieso alles unser Blut, was die da hat. Das nehmen wir mit. Wo sind unsere Pfeile? Wir müssen den Schild reparieren. Oh, das war gut. Noch keinen Schritt in die Hecke reingemacht, aber es war gut. Mücke. Das hat Spaß gemacht. Wir brauchen leider auch mal einen armen Rüsselkäfer, bevor wir weitergehen können. Oh, und wir haben den Stechmückenrüssel. Hallo? Zufällig irgendwo einen Rüsselkäfer gesehen? Nein? Schade eigentlich. Wir bräuchten nochmal einen, so einen armen Rüsselkäfer. Das ist nur eine Laus. Aber wir brauchen noch ein paar Läuse. Holen wir nochmal Läuse-Nachschub. Speer sieht noch gut aus, müssen wir nichts reparieren. Guck mal, hier sind Pilze in der Nähe. Bei den Pilzen sind eigentlich oft Rüsselkäfer unterwegs. Nee, aber lauter Läuse. Die holen wir uns aber auch. Müssen wir mal gucken, wo wir alle unsere Pfeile gleich wiederbekommen haben. Wie viel haben wir denn jetzt? Haben wir noch 30? Nee, haben wir nicht. 30 sind irgendwo liegen geblieben. Die müssen wir nochmal suchen gleich, um Rückweg. Oh, wie gut! Das Superkampf. Super Stechmücke. Wie cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Bleibst du hier? Wir brauchen nochmal ein paar Frische. Wir haben ganz viel von euch Nein, jetzt hängst du immer noch fest und mit unserem Pfeil zusammen. Pfeil ist runtergefallen. Wo ist die Laus? Die hängt jetzt da. Ich schätze, die kommt auch nicht mehr. Die fällt auch nicht mehr runter, ne? Wenn wir nochmal einen Pfeil reinschießen. Oh. Okay. Na gut, an die kommen wir. Nee. Euch wollen wir nicht. Ein Rüsselkäfer wäre super. In der Hecke laufen da nicht so viele von rum, oder? Wahrscheinlich nicht. Wo waren wir hier schon mal? Das ist. Sind wir überhaupt schon mal jemals lang gelaufen? Ich glaube nicht. Stehen bleiben. Du arme Laus. So, wir brauchen auf jeden Fall. Ich will den Schild reparieren können. Bevor wir zurück. Wir brauchen auf jeden Fall einen Rüsselkäfer. Natürlich, wenn wir jetzt wo wieder einen brauchen, natürlich wieder keiner unterwegs. Oh, wie. Und außerdem, ich will auch nicht so weit weglaufen, nicht, dass da eine neue Mücke auftaucht. Und mit der müssen wir uns dann natürlich auch nochmal wieder anlegen. So, was haben wir jetzt von der hier? Stechmückenschnabel. Der Blutbeutel. Das ist auch gut, da bin ich immer dicker geworden. Echt super, echt super. Wunder, dass wir nicht schon völlig blutleer sind. Ausgelutschter, schlaffer Beutel, sonst nichts mehr. So, wo haben wir denn jetzt hier mal einen Rüsselkäfer? Ich will eigentlich nicht mit dem Schild so angeschlagen da reingehen. Da ist wieder nur unser Marienkäfer. Ah, wahrscheinlich finden wir jetzt wieder keinen. Finden alles möglich. Wahrscheinlich jetzt hier einmal um den See rum oder um den Tümpel rum, aber keinen Rüsselkäfer. Wahrscheinlich, wie gesagt, hier hinten laufen wir hinten noch wahrscheinlich gar keine rum. Komm, wir brutzeln uns erstmal ein paar Läuse durch. Und dann. Die kannst du auch schon mal essen. Dann haben wir nur noch zwei Stück, ist eigentlich auch zu wenig. Wir brauchen noch mehr. Guck mal vorsichtig hier runter. Nee. Natürlich sind hier. Da ganz hinten? Auch nicht. Natürlich sind hier keine Rüsselkäfer unterwegs. Wenn nicht, laufen wir noch mal ein Stück zurück, weil ich will auf jeden Fall den Schild reparieren können. Wir haben Zeit, ist nicht so schlimm. Dann laufen wir noch ein Stück zurück, es macht nichts. Es ist wichtiger, dass wir da vernünftig rein, ausgerüstet reingehen. Schild ist einfach super. Gut, dass wir den gebaut haben. Das ist einfach so, so gut. Ich sage, ohne den hätten wir jetzt schon keine Chance gehabt, die zum Beispiel gegen den Moskito hier. Moment, habe ich jetzt doch einen Rüsselkäfer gehört?
Okay, wir laufen ein Stück weiter zurück, bis wir den ersten Rüsselkäfer haben. Ich sehe keinen und ich höre keinen. Oh, 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 wir können aber auch ein Stück zurücklaufen, bis... Hier vorne ist nämlich auf dem Weg, glaube ich, die Markierung für Burgle. Ich meine, das war auch irgendwo hier an der Seite. Können wir die vielleicht gleich noch mitnehmen auf dem Weg? Komm mal runter da. Prost. Nice and clean. Nicht da rein. Ah! Wie schnell die immer sind. Das ist unglaublich. So, dich haben wir auch. Ja, hier, Leute. Das ist die Spaten, nicht Spaten, was? Kellenschlucht. Kellensch, das ist die Kelle, die ich meinte. Hier halt diese, ne? Und hier muss das irgendwo sein. Dann können wir nämlich gleich mal Burgles Markierung machen. Was braucht man dafür? Braucht man irgendwie eine Pflanzenfaser und einen Sprössling? Und ein paar Kiesel, glaube ich. Hier haben wir doch schon Sprösslinge. Ja, ihr alten milden Viecher. Aber schon wieder keine Ausdauer mehr. Ich bin doch gar nicht gelaufen. Oder bin ich schon wieder gelaufen? Kann auch sein. Taschen gleich wieder zu voll. Eigentlich sollten wir... Wo es geht noch? Es geht noch. Those mites are no match for the might of small Pete. Hier, Kiesel. Da ist noch einer. Ich glaube, das reicht schon. Hau ab, du ranziges Mistvieh! So. Und hier war natürlich auch immer... Oder war hier... Ja, waren auf jeden Fall immer Bombis unterwegs. Eigentlich doch schon. Jetzt sind hier überall Milben. Da! Das müssen wir aufbauen. Ach, ein Kleeblatt braucht man noch. Okay, das gab es hier oben noch aber auch gleich. Hier ist auch kein Bombi. Aber hier waren sonst auch immer Bombis. Hier waren früher immer Bombis unterwegs. Immer noch kein einziger Rüsselkäfer aufgetaucht. Die alten Milben hängen uns an der Backe. Super, hier mal ein bisschen Klee. Nimm mit. So, und jetzt nochmal ein Rüsselkäfer hier. Sind wir ja gleich wieder zu Hause. Bevor der erste auftaucht. Ist auch nur eine Ameise. Die sind irgendwie... Und die verstecken sich wieder alle an einem bestimmten Fleck. Wie beim letzten Mal. Gibt's doch gar nicht. Da, da sind sie wieder alle. Hier ist die Rüsselkäfer-Ecke. Halt, hier geblieben. Und dich da hinten holen wir auch gleich noch. Okay, passt. Beinahe zur Wolfsspinne hingelockt worden. Okay, wir reparieren einmal unseren Schild. Zack. Super. Und wieder zurück zur Hecke. Haben wir denn noch eine Markierung? Nee, mach mal eine Markierung hier. Was haben wir da? Ach, da ist unser Zelt. Dann wollen wir da auch wieder hin. Stapft einfach mal so die Wolfsspinne rum. Das war die Forschungsstation, wo die Stinkwanzen daneben sitzen. Was ist denn das hier vorne? Oh ne, hier ist doch aber noch eine. Oh, wie gut. Oh, wie gut. Hier ist noch eine. Dann können wir das gleich mal erforschen.
Achso, da lag übrigens auch nach dem Einloggen bzw. eine tote totes Glühwürmchen rum. Das konnte ich auch einsammeln. So. Jetzt hab ich gar nicht geguckt, was wir gelernt haben. Egal, lernen den Larven können wir gleich gucken. Larvenstachel. Wandiko Flüssigzorn. Larvenklinge. Noch ein Smoothie auf jeden Fall. Nochmal hören, da schalten wir nochmal Sachen frei. Flipflossen. Blasenhelm. Schleimlaterne. Und die ist super wichtig für unter Wasser. Glühwürmchen Kopflampe. Wie cool. Wollen wir dann gleich mal die Glühwürmchen, das Glühwürmchen lernen? Lernen wir erstmal das Glühwürmchen. Auf dem Weg ins Baumlabor kommt ja noch eine Forschungsstation. Da können wir dann auch noch mal die nächsten Sachen dann lernen. Den Blutbeutel. Wie cool. Achso, das war ja immer noch das. Wir müssen ja erst zu... Nee, jetzt bin ich wieder weggelaufen von der Kellenschlucht. Nee, ich bin so doof, ohne das überhaupt einzubauen, das Kleeteil. Ach Leute, ich wieder. Als Mensch verkleidet. Na gut. Dann machen wir es eben auf dem Rückweg. Kleeblatt noch eingesammelt und dann dran vorbeigelaufen. An der blöden Schlucht. Aber Moment, wir sind ja noch gar nicht so weit. Wir kommen ja noch dran vorbei. Wir sind doch noch gar nicht so weit. Moment, kommt die nicht sogar erst hier hinter jetzt, die Kellenschlucht? Ja, hier... Nee, Moment, hier waren wir ja noch gar nicht. Jobcan. Da muss das irgendwo da gewesen sein. Moment, jetzt habe ich extra das Klee... Und bin schon wieder ganz woanders unterwegs. Abgeholt mit dem Abholen vom Klee war das auch schon aufgebaut. Moment. Kleines Stück zurück. Oh, hier sind die Bombis. Da ist ein Bombi. Die brauchen wir ja auch noch. Hier ist auch noch die Kellenschlucht. Wir sind nur ein kleines Stück zurückgelaufen. Da, hau ab. Also immer, wenn irgendwas Neues ist, dann... Ihr kennt mich, ja? Es ist so gut. Okay, dann haben wir das jetzt nämlich geschafft hier. Für den guten Burgel. Wo stellt man denn die Gasmaske eigentlich her? Können wir die so herstellen, oder? Können wir die nur in der Werkbank herstellen? Ich will jetzt mal ganz gucken. Wir haben noch wieder Sachen in der Tasche, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Das brauchen wir zum Beispiel jetzt nicht mehr. Das brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Das behalten wir mal. Das brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Das Fleisch behalten wir auch. Zum Reparieren. Hm? Du wirst gefuttert. Not bad. Die brauchen wir auch jetzt nicht unbedingt mehr. Alle gerade hier in der Tasche. Kiesel, ja, zum Reparieren. Den brauchen wir auch überhaupt gerade hier gar nicht. Weg damit. Hallo? Okay, weiter geht's. Those mites are no match for the might of small Pete. Weiter geht's Richtung Hecke jetzt. Wir kommen irgendwann noch an. Ja. Der ist aber einfach verschwunden. Gab's hier nicht auch irgendwas im Wasser noch? Was aber relativ harmlos war. Waren hier nicht einfach die Mückenlarven? Gab's die nicht hier noch? Wie gibt's hier jede Menge Ton. Guckt euch das mal an. Und jede Menge Läusetau. So, schwimmen wir nochmal einmal darüber. Erstmal wieder zurück zu unserem Lagerfeuerchen. Läuse durchbrutzeln, weil es wieder dunkel wird, würde ich auch fast sagen, wir warten. Aphids, nature's lollipops. Obwohl, wir müssen ganz schön lange warten. Don't even need to boil it. Aber wir können uns ja auch drüben noch ein Zelt aufbauen. Wenn die Material rüber, wir können uns drüben ja noch ein Zelt aufbauen, in der Hecke dann. Oder wir nehmen das hier einfach mit. So, du wirst noch gebrutzelt. Wo ich wieder auch eins hier draußen stehen haben, das ist schon ganz gut. Was kosten uns so ein Zelt nochmal? Das habe ich natürlich alles wieder rausgeschmissen, aber brauchen wir nicht mehr. So, Moment hier, mal Stechmückennadel.
Okay, wir müssen also mindestens noch eine zweite Stechmücke erledigen. Dafür Larvenklinge. Und die Schleimlaterne. Das ist auch super. Hier ist hier, guck mal, das haben wir alles noch gar nicht. Leuchteglibber, Bärenleder. Da können wir hier auch ein bisschen was mitnehmen. Flipflossen. Was haben wir hier dann gelernt? Achso, nochmal ein Smoothie. Glühwürmchen. Wie cool, Glühwürmchen Kronleuchter. Und die Wanddekos. Und ein Rohmaterial. Eine wunderschöne Schuppe eines Glühwürmchen. Okay, kommt man auch vom Glühwürmchen. Also müssen wir Stechmücken noch erledigen. Glühwürmchen. Ruderwanzen. Im See. Oh, es ist einfach gut. Einfach super. So, die ist durchgebrutzelt. Was kostet uns jetzt ein Zelt? Zeig mal her, was kostet das einfache Zelt? Das kostet 3 Kleeblätter, 2 Sprösslinge. Eins, zwei, drei mal Kleeblatt. Und Sprösslinge wachsen doch auch hier vorne noch. Yep. Da nehmen wir uns einfach noch ein Zelt mit rüber. In die Hecke, wenn es zu dunkel wird. Auf geht's. Hör ich schon wieder irgendwas? Neue Stechmücke. Das war bis jetzt das Beste, aber auch die Stechmücke war richtig super. Da liegt uns einer von unseren verloren gegangenen Pfeilen. Fehlen uns noch 2. Weiß, wo ich die. Obwohl einen habe ich auch, glaube ich, sonst wohin geschossen. Den finden wir wahrscheinlich eh nie wieder. Ist auch egal. Was seid ihr? Da ist gerade irgendwas gelandet. Nächsten Stechmücken. Nee, das ist jetzt, glaube ich, ein Glühwürmchen. Ne? Das sind jetzt Glühwürmchen. Da auch, die sitzen da alle beide, ob die dann zusammen angreifen. Wollen wir riskieren, dass mal gucken, was die machen. Da kommt schon eins gelaufen. Okay, es greift auf jeden Fall auch an. Würde ich sagen. Ja, das greift auch an. Ich hätte nicht gedacht, dass das Glühwürmchen angreift. Ich dachte, das läuft eher weg. Fliegt eher. Oh, was war das denn? Okay, es ist aber natürlich. Au! Okay. Das ist deutlich schwächer als eine Mücke. Okay, wir haben Glühwürmchen und wir haben auch schon die Schuppe. Tut mir leid, du armes Glühwürmchen. Wie viel Platz haben wir noch? Langsam wird's voll. Wir können auch nichts rausschmeißen. Wir können nichts rausschmeißen. Ja, naja, nee. Wir, ja, doch, hier. Ist mal. Ist das? Trink den Läusetau, den brauchen wir nicht. Unsere gebrutzelten Läuse brauchen wir schon. Die brauchen wir nicht unbedingt. Die Rüsselkäferrüssel, davon haben wir zu Hause noch welche in der Kiste. Schmeiß die ruhig raus. Wohl eigentlich wäre noch besser kaputt machen, die Sachen, die wir nicht brauchen. Das wäre am allerbesten. Stapel verschrotten, ja. Und Stapel verschrotten, dass ich auch nicht so viel rumfliege in der Spielwelt. Ich weiß nicht, wie lange das braucht bis zum Despawn. Wie gesagt, ein paar Tage liegen die Sachen dann schon rum. Oh, guck mal, ich kann mal noch Fliegenpelze jagen. So. Was war das denn jetzt? Oh. Es weiß doch, dass wir seinen Freund abgeschossen haben. Nicht. Oh, wenn man aber das. Oh, dann aber. Tut's aber doch ordentlich weh, wenn man so mitten reingerät. Geht aber noch. Noch eins erwischt. Nochmal Leuchteglibber, nochmal Schuppe. Oh. Der da oben hat auch ganz schön Krach. Wie gut. Wie gut. Das ist so gut. Ist nochmal eine. 2 haben wir jetzt noch. Das muss reichen. Jetzt wollen wir endlich mal. Den Weg in die Hecke finden. Schild haben wir noch. Ja, Schild haben wir noch. Sieht auch noch gut aus. Alles klar.
ein paar Läuse unterwegs. Jetzt haben wir hier aber kein Lagerfeuer, so stockfinster. Jetzt brauchen wir doch die Fackel. Die erste. Let there be light. Okay, irgendwo ganz hier hinten ging es ja hoch. Da war auch nochmal ein Labor. Und ich glaube, da stellen wir dann auf, wenn es Heckenaufstieg. Da stellen wir dann auf, wenn es geht, unser Zelt auf da oben drauf. Ich hoffe, wir können da was drauf bauen. Hier wäre super. Können wir das hier... Wir können das Zelt hier draufstellen, so es einigermaßen gerade steht. Ja, es steht hier nirgendwo richtig gerade irgendwie. Ja, doch, hier ging es doch gerade. So ein Stück hier rüber. Ja, irgendwie so. Passt schon. Hauptsache, wir haben hier einen Schlafplatz und wir können das auch erstmal wieder als unseren Respawn-Punkt einstellen, würde ich sagen. Wenn was schief geht, spawnen wir direkt hier. Oh, Kassette. Kaiju-Kinder. The Kinder Science Lab Modules have not held up as well as anticipated. I thought hiding these lab units in the hedge would provide a bit of protection from my rampaging children. But it appears not even the sanctuary of these leaves can protect my work from an errant flingman disc. Die Frisbee. The subsequent breaches in the lab structures have invited all manner of arachnid invaders to wander in. Okay, Spinnen haben wir also auch noch hier. My plan is to recalibrate the T-Bots for defensive action. A stopgap solution, to be sure, but I've no time for repairs, not when I'm so close to unlocking the mysteries of raw science. Raw Science. Okay. Das Labor ist beschädigt durch die Frisbee. Wir können das analysieren. Raw Heilbombe. Das klingt gut. Heilbombe klingt sehr gut. Und du... Was bringst du uns dann jetzt noch? Ausgeschriebenes Glühwürmchen und Glühwürmchen Wanddeko noch. Okay, nehmen wir. Alles klar, ich würde sagen, wir legen uns hin. Spät genug müsste es, ja, noch ein bisschen, ein paar Minuten noch, dann haben wir es. Oder oben haben wir noch Raw Science, die holen wir doch schon mal und dann legen wir uns hin. Es ist so gut, es ist einfach so gut, Leute. Science. Hör ich auch schon wieder irgendwas fauchen. Irgendwas fauchen, irgendwas krauchen. Okay, runter hier. Ab ins Bett und da müssen wir auf, wenn ich so auf die Uhr gucke, zum Ende dieser Folge schon wieder kommen. Die Zeit fliegt aber in Grounded auch wirklich vorbei. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Nächste Folge geht's genau hier weiter. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.